herzlich willkommen zu einer weiteren Filmreihe. Heute werde ich den Kanal unsicher machen. Ein bisschen später kommt dann der Dominik dazu, er sollte eigentlich schon da sein. Ich habe jetzt einmal vorgefüttert. Das ist der sogenannte Steinerhaufenweg. Warum der so heißt, Steinerhaufenplatz, warum der so heißt, zeige ich euch später. Ich bin vor einer Viertelstunde gekommen, habe einmal vorgefüttert und habe jetzt einmal eine Rute platziert. Wir werden heute dann, wenn der Dominik kommt, mit drei Routen vor da wegfischen, weil der Platz ein bisschen eng ist. Und da wir sowieso noch fast jeden Fisch im Platz wechseln müssen, spielt das eigentlich keine Rolle. Gefüttert habe ich mit einer Partikel, also eine Pellets-Boilie-Mischung und Mais. Gekochten Mais. Man sieht, wie idyllisch da der Platz ist. Jetzt wächst schon alles. Es ist schon alles grün gegenüber dem Frühjahr. Und darum heißt der Platz Steinerhaufenplatz. Wir haben ein herrliches Wetter. Das ist jetzt der Kanal stromaufwärts. Auf der drüben Seite geht ein Radweg vorbei. Spielt überhaupt keine Rolle, weil vis-à-vis schief, da sind die Fische gedeckt. Das ist der Kanal. Sensationell. Ja, hoffen wir, dass wir heute was fangen. Aber mit einer guten Taktik wird das schon aufgehen. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Ausrüstung. Ich bin da am Kanal eher Minimalist. Die Routen sind auf Banksticks aufgebaut, Einzelbanksticks. Die Routen lege ich im Großhaut, das spielt keine Rolle. Ein Kescher, Abhockmatten. Und da was ganz wichtig ist, ich habe da so eine kleine Tasche. Da ist eigentlich fast, also alles drinnen. Eine Tacklebox mit ein paar Blei, ein paar Haken, ein, zwei Rigs, die ich brauche, eine Ködernadel, ein Schleidern zum Dazuführen. Weil, wie gesagt, ich muss da ziemlich flexibel heute fischen, oder immer eigentlich auf meinem Kanalabschnitt. Nach ein, zwei Runs muss ich den Platz wechseln. Das trage ich zum Auto, mein Auto fahre ich dann weiter. Jetzt habe ich kurz, also jetzt habe ich den ersten Platzwechsel beim Steinerhaufen. Platz Swim ist leider nichts gelaufen. Man muss auch auf diesen Kanalabschnitt, der ist ungefähr 4 Kilometer lang, natürlich die Fische auch suchen. Ich habe diesmal nicht vorgefüttert meine Hotspots. Und jetzt sitze ich auf meinem nächsten Hotspot. Da hat's, ja, ist jetzt ziemlich mittig vom Kanal. Ja, recht ein idyllisches Platzl auch. Routen sind gelegt, eine lang, eine kurz, drauf gefüttert. Ja, so sind sie eigentlich alle, total verwachsen, da tritt noch ein bisschen das Gras weg. Die Routen sind stromabwärts gelegt. Eine so 50 Meter runter und die andere so 20 Meter schön gestapelt. Der Grund ist eher in der Mitte, ist er schlammig, aber das ist egal. Die Fische suchen im Schlamm die Kleinwürmer und so. Da ist außer meine Fußspuren von dieser Woche gar nichts. Das ist der Kanal. Und mittlerweile ist der Herr Dominik auch gekommen, zwei Stunden spät. Was sagen wir dazu? Blöd gerannt. Hat sich da durch den Dschungel gekämpft. Ein paar Grußworte, Herr Dominik. Bitte. Hallo, grüß Gott. Herr Dominik erklärt jetzt kurz einmal was zu der Einfachheit der Rigs, die wir da fischen. Also wir fischen da ganz normales Stiff Rig, eine Tigernuss, zwei Maiskörner, einen Achterhaken. Ich habe da noch jetzt so einen
Leine drauf geben. Ob man es braucht oder nicht, weiß ich nicht. Dann habe ich dann noch, was wird das sein, ein 35er Fluorocarbon, 90 Gramm Blei, ein Safety Lead Gib und dann von Korda den Tag Matter Tungsten Tubbing, dass du das alles noch schön am Grund kriegst. Also so einfach wie möglich fischen wir da. Genau. Wir haben jetzt noch den Schneider da unten, wieder den Platz gewechselt, sind jetzt am sogenannten Brückenplatz und Dominik fischt rechts, ich fisch links. Ich packe gerade seine Rollen zusammen. Es ist sensationell, Strom ab. Da kommt dann so eine Kurbel. Fuhr meine Füße so also eingestellt und ein Becken. Das ist eher hart, jetzt wo wir fischen. So, da geht jetzt der Dominik. Warum der Dominik? Weil der Dominik ist jünger. Die kurze ist das? Was bitte? Die kurze? Der Vorteil am Radlweg, seht ihr, jetzt lasst ihr die Ruten runter. Tack. Jetzt macht er die Rolle auf. Kommt er wieder. Ah, jetzt läuft der zweite Ruten. Das ist ein Lilienfeld. Und da kommt er wieder zurück. Perfekt. Wir haben gerade besprochen, in einer Minute packen wir ein. Wie fühlt das ja, Dominik? Kommt der runter. Ja. Ich packe meinen Kescher zusammen. Bitte, ja. Meinen Kescher haben wir nämlich schon eingepackt. Gut. Weil er erst einen zweiten Kanal kaufen heuer. Super Drill. Freut mich. Petri? Jetzt könnt ihr euch noch anschauen, wie viel der natürliche Nahrung da drin ist. Hoffentlich sieht man das. Das ist ein Wahnsinn, wie viel Würmer. Aber gesund schaut er aus, der Fisch. Gesund ist er, ja. Da unten denkt gerade einer weg. So, jetzt setzt man zurück. Yep. Da, jetzt sind wir am absoluten Lieblingsplatz von mir. Das ist der Nussbaumplatz. Das ist eine Verengung und dann eine Brücke. Und da unten bei dem Nussbaum fischen wir. Dominik relaxt ein bisschen. Wenn wir zu zweit fischen, fischt immer einer links, einer rechts. Ja.
gar nicht so einfach. Jetzt habe ich es in Kescher aufgebaut. Jetzt habe ich es in Kescher aufgebaut, nicht so wie vorher. Da hängt sich voll der Stroh ein, das ist so geil da. Das ist eh nicht groß, aber man sieht schon. Spürger? Der muss jetzt schon gut hängen. Da würde ich gerne ein Stück spüren. Das ist der Fisch weg. Catch him. Catch him! Habe ich ihn? Nein. Petri. Das ist er. Wo sind Drill gesehen habt. Jetzt haben wir eh da einen. Eine Stunde haben wir noch. Schön, oder? Schöner Fisch. Petri. Danke. Tschüss. Hopp. Ja. Muss man sich vorstellen, seit 10 Vormittag, 10 Uhr vormittags, suchen wir die Fische am Hotspot, am Nussbaumplatz, zwei Drucker innerhalb kürzester Zeit, einen haben wir gekriegt, einen nicht. Ja. Ein bisschen haben wir noch, dann lassen wir den Tag ausklingen und ja, so eine Kanalsession, es ist halt, es kommt schon drauf an, wo sind die Fische. Wir dürfen insgesamt 17 Kilometer befischen und ja, da muss man halt immer probieren und neue Taktiken fischen. Es ist halt ein Fließwasser. Es gibt Karpfen bis 10 Kilo, das ist okay und es geht da nicht um die Fischgröße. Es geht ums Fangen. Mit relativ leichten Zeigen geht es ums Fangen.